Du kennst diese Videos. Oh Gott, du bist es. Danke fürs Anschauen, mein Lieber. Kemper Burkhardt steht neben mir. Ja. Und links neben mir steht ein Adria Twin 600 SPB Supreme. Und das ist er. Grüß dich. Hallo. Sachsen-Caravan? Ja, auch für Sachsen-Caravan unterwegs auf der Messe Auto Camping Caravan in Berlin. Das ist schöne Welt. 2020 in Schönefeld. Genau. Wir haben ja so ein bisschen Ausnahmezustand. Wir sind die letzte große Veranstaltung, die noch stattfindet. Und jetzt kommen dann gleich so die ganz genau abgezählten 1000 Menschen, die wir noch reinlassen dürfen, ja, oder der, ja, Veranstalter. Die letzten beiden Tage waren natürlich auch entsprechend etwas reduziert, aber trotzdem haben wir ein sehr interessiertes Publikum, ja, gehabt und sind eigentlich trotzdem mit dem Messeverlauf zufrieden. Ich denke auch. Wir sind hier mit dem blauen Auge weggekommen. Es ist halt eine Ausnahmesituation, da muss man durch. Aber wir halten die Campingfahne hoch. Genau. Und ihr habt ja einen Riesenstand hier mitten in der Halle. Ja, 21 Autos. 21? Eins ist gerade rausgefahren worden, aber ja, 21 sind es, ja. Und draußen stehen auch noch ein paar? Draußen stehen auch noch ein paar, genau. Die werden aber heute Abend schon abgeholt, weil, ja, die sind auch verkauft und gehen dann, genau, müssen in den Laden wieder, zurück und so weiter. Also hier ist das auch sehr familiär gehandelt. Wir sind ja jetzt nicht Größenordnung natürlich Essen oder Düsseldorf oder CNT. Sicherlich. Aber dafür das ist die Messe doch kleiner, aber doch eben sehr, sagen wir mal, sehr familiär, wie du richtig sagst. Richtig. Und das ist eigentlich schön. Und für den großen Großraum Berlin ist es ja auch die einzige Campingmesse. Also das ist im Umkreis ist es die einzige, die wirklich, genau, vernünftig ist und als Campingmesse auch durchgeht. 18 Jahre, das muss man sagen, das ist ja, ja auch mal hier, ja, aus privater Hand eine Messe hinzustellen und jetzt mit den Folgen hier zu kämpfen, ist nicht einfach, aber wir halten alle die Stange, so ist es. So, das ist toll. Vielen Dank, dass du noch Zeit hast. Ja, sag mal, gerne. Ich habe so ein paar Zuschauerwünsche in Richtung Clever. Ja. Und ich habe entdeckt, ihr habt davon ein paar stehen. Wir haben noch ein paar da, ja. Wollen wir da nur mal ein paar Blicke reinwerfen? Ja, natürlich, klar. Adrias habe ich ja in einigen Roomtour ganz seriös vorgestellt. Ihr macht auch Pössl, das ja, sehen wir nochmal, Sachsen-Caravan. Pössl, genau, wir machen Clever. Ja. Und wir haben also auch die Eigenmarke Free Living. So, da gehen wir doch mal rüber. Genau. Genau. Das ist unser toller Kastenwagen, der 600er Coupé mit Querbett hinten. Da könnten wir eigentlich mal kurz stehen bleiben, oder? Man, Clever hin oder her, ja, wir machen jetzt auch Clever, aber dann machen wir mal einen kurzen Rundumschlag hier. Rapido sehen wir auf der linken Seite noch stehen. Ja. Also hier ist ordentlich was geboten. Und das ist natürlich ein schöner 6 Meter mit einem sehr tiefen Bett. Genau. Riesenliegefläche. Ja, wir können mal messen. Ich weiß, ich hab's jetzt, hab's der Mann jetzt ist nicht, ausgerüstet. Hab's jetzt nicht im Kopf. Ja, siehst du, einer mal ohne Maßband. Ich habe nämlich auch so ein Ding. Also hier reden wir mal von 1,50 in der Breite. Ne? Das ist ordentlich. Aber das ist ja eigentlich ein Querschläfer. Und dann haben wir hier dann mal, jetzt muss der sich erstmal kalibrieren. Das ist das wichtigste Instrument mittlerweile für einen Verkäufer hier. So. Das finde ich total genial. Haben viel zu wenig dabei. 1,94. Ja, ich habe es immer im Auto. Ich vergesse es immer im Auto. Ich habe extra eins gekauft. 1,94 ist beachtlich. Ja. Das raus. Also ist auch wirklich für große Leute absolut, ja, praktikabel und ich kenne einen. Bietet einen, meinst dich damit? Wäre das ein Auto für dich? Ich bin jetzt gut versorgt, aber es geht natürlich genau um diese Kriterien. Ja. Schön gemacht. Wir haben also auch so ein paar nette Features, wie hier hinten zum Beispiel diese extra Dichtleiste, dass das Auto nicht von innen vollstaubt, denn wie wir ja alle wissen, sind weder die Ducato-Türen noch die vom das Citroën-Modell wirklich absolut wasser- und staubdicht. Es sind halt Nutzfahrzeuge. Ja, in da den kommen Standard die halt her, da muss man anlegen, klar sagen. Das ist klar, weil sonst, ich meine, wenn wir jetzt hier den Sprinter stehen haben und den VW, dann sind wir preislich nicht mehr in diesem Rahmen und richtig, deswegen werden es auch nicht mehr so viele Kastenwagen fahren. Das ist halt so, mein so ist es. Wir haben 3 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne, so ordne ich das ein bisschen ein, aber das genau, ist ein prima Auto. Wir wissen den Marktanteil. Ja. Sagen wir mit der Automatik. Ja. Ah, 9 Gang. Ist ein geiles Teil. Kann jeder nur bestätigen. Ich bin es gefahren, du wahrscheinlich auch schon mal irgendwo eine Runde. Ja, ist super. Und der Marktanteil steigt unglaublich. Also ich habe gestern 50% der Kunden gehabt, die wirklich gesagt haben, Motor ist egal, Hauptsache die 9-Gang-Wandlerautomatik. Richtig, genau. Nein, Citroen-Basis wollen wir nicht. Wir wollen die neue 9-Gang-Wandlerautomatik. Ja. Und die fährt sich wirklich butterweich. Ja. Ich habe die 3 Stufen noch, also Economic-Modus, Sport-Modus, je nachdem, wie so man will, schaltet das Fahrzeug eben oder die Automatik früher hoch oder später hoch und das ist wirklich eine tolle Sache. Das ist eine echte Bereicherung für das Fahrzeug. Auch, ist nicht ganz preiswert, aber ich denke, wer mit einem Camper über Jahre unterwegs ist, der sollte sich diesen Luxus leisten, weil es einfach, also auch die deutschen Autobahnen werden von Jahr zu Jahr und von Monat zu Monat voller. Und du stehst immer öfter im Stau, selbst wenn man sich die Zeiten aussucht, wo jetzt nicht Hauptreisezeit ist, aber du stehst einfach im Stau bei blöden Baustellen oder so. Genau. Und da ist diese Automatik einfach angenehm.
Gold wert. Und auch im Wiederverkauf, wenn man jetzt mal denkt, ich verkaufe das Auto in 5, 8, 10, 15 Jahren wieder, dann wird der Automatikanteil überhand genommen haben, also weit über 70% sein. Laut Fiat, ich möchte jetzt nichts mit Brief und Siegel weitergeben, aber ich habe gehört, der Neubestellanteil allgemein auf die Chassis liegt bei fast 70% mittlerweile, die Automatik nehmen. Ich kenne ganz viele Leute, die einfach nur darauf gewartet haben, die gesagt haben, Mensch, warum dauert das denn so lange? Ja. Wir würden sofort einen teilintegrierten oder einen vollintegrierten oder einen Kastenwagen auf Fiat-Chassis-Basis kaufen, wenn er nicht dieses blöde automatisierte Schaltgetriebe hätte, womit wir ja alle nicht wirklich glücklich waren. Ja, ich meine, ich habe da so ein bisschen geteilte Meinung. Ich bin die auch länger gefahren und man hat sich daran gewöhnt. Es war ein bisschen wie Smartfahren, aber es war natürlich auch preislich eine andere Situation. Es ist gewöhnungsbedürftig. Ja, aber es hat auch getan. Ich sehe, der hat es ja auch drin, dieser Free Living. Ja. Sieht man an diesem Schalthebel. Wer sie noch nicht gesehen hat, hier ist der Hebel zumindest. Ja. Genau, also die Free Living Kastenwagen sind generell auf Fiat-Basis und da haben wir dann auch immer die Option, die 9-Gang-Wanderautomatik mitzunehmen. Solide, schöne Sache. Wunderbar. Siehst du mal. Eigentlich wollten wir jetzt hier zu den Clevern. Ja, da kommen wir jetzt rüber, weil ich habe noch für ungefähr 5, 6 Minuten 26 Kapazität. Hast du die noch? Ja, die Zeit. Oh, danke. Dann haben wir einen schönen Clever-Teaser. Wo stehen wir denn jetzt? Das schaut mir aus wie ein 45er. Muss ich selber gucken, ich bin jetzt nicht der absolute Clever-Spezialist. Das dürfte hingehen. Vom Radstand denke ich mal, wir gehen jetzt mal daneben hin. Das ist der Summit 540. Siehste? Haha, Kaktus in der Wiese, hat meine Mama mal gesagt. Genau. Modell 2020, hier könnt ihr gerne mal drüber schauen, dann seht ihr den Preis, die Auszeichnung, könnt ihr mal hier scrollen, Standbild machen und so weiter. Wenn wir schon vorbeigehen zum Clever, dann gucken wir auch nochmal hier kurz rein. Ja. Natürlich detaillierte Rumtour kriegt ihr dann noch nachgeliefert, das kommt. Ihr wisst, ich mache ja einige Videos, auch jetzt mit dem neuen Schwenkbad. Genau. Schöne Lösung, auch verstellbar, ja. Prima. So, und ist auch wirklich gut nachgebracht. Gell? Na, ihr habt eine tolle Mischung. Passt natürlich auch. Hier sehen wir das nochmal. Siehst du mal, sachsencaravan.de in Döbeln. Demnächst werde ich auch mal bei euch aufschlagen. Hab das mit Cheffe schon ausgemacht. Und dann reichen wir dann mal ein paar Rundtouren nach. Vielleicht bist du auch da. Ich habe immer gern die gleichen Darsteller. Ja, ist halt schwierig, weil ich eigentlich derjenige bin, der aus Berlin kommt und dich immer in Döbeln bin, aber gut. Oh, das passt. Wir werden auch einen anderen netten bei Sachsen-Caravan finden. Nächste Messe, klar. Die nächste Messe kommt auch bestimmt. Genau. Richtig. So, jetzt sind wir bei Clever. Da haben wir schätzungsweise einen 6 Meter, so wie ich das jetzt beurteilen kann. Weil aufgrund des Ladebodens da hinten, das ist wirklich clever gemacht, weil es sehr einfach und strukturiert ist. Genau. Habe ich recht? Das ist der Celebration Modell 2020. Genau, den hat man neu aufgelegt. Wir wissen, dass seit 18, soviel ich weiß, gibt es Celebration Sondermodelle. Genau, das ist ein Sondermodell. Die erste Serie, limitierte der ist Auflage. Halt auch entsprechend gut ausgestattet. Ja. Wir haben hier die Rahmenfenster und noch so ein paar andere tolle Features. Also ist schon ein schönes Auto. Mit der konturierten Sitzbank hinten, da kann man mal auf längerer Reise sitzen. Ja. Hier nochmal die Rahmenfenster. Kennst du die Geschichte vom Papagei? Die habe ich schon mal erzählt hinten. Ja? Von dem Logo Papagei? Ja. Da hänge ich mal das Video von dem letzten Celebration dazu. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Da gehe ich doch einmal kurz rein, wenn wir schon ein kleines Special machen hier. Tada! So, das ist wirklich praktisch angelegt. Kann man durchaus sagen. Da hast du alles, was du brauchst. Genau. Und es ist schlicht. Zeitlos? Ja. LED ist klar. Und genügend Platz hier mit dem Tisch. Natürlich auch nochmal hier, seht ihr, ausklappbar. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht im Detail zeigen. Ich mache dir mal die Tür auf hier. Das ist natürlich schön. Kühlschrank auch in einer vernünftigen Höhe. Ja. Auch sehr gut gemacht. So, dass die Hausfrau sich nicht bücken muss. Ja, das ist immer das. Oder der Hausmann, zwecks der Gleichberechtigung. Ich bin ja ganz stark in der Gleichberechtigungsschiene momentan unterwegs. Alles gut, ich habe das noch. Okay. Ein schönes Bad mit Duschvorhang. Liebe Leute, wenn ihr Neueinsteiger seid, es ist nicht überall ein Schwenkbad möglich, entweder technisch oder auch preislich. Weil wir sind natürlich jetzt in einer cleveren Preispolitik. Richtig. Das kann man durchaus sagen. Also da muss man dann mit dem Duschvorhang vorlieb nehmen. Das ist nun mal so. Ja? Ja. Alles in allem summiert sich der Preis auf und dann überlegt man sich natürlich, oh, habe ich jetzt diese paar tausend Euro mehr oder nicht? Deswegen gibt es das. Aber da gibt es auch Tricks, das möglichst angenehm zu verduschen. Ja. Aber schöner Wagen. Celebration 2020. Dann geht es gleich mal weiter im unser toller Überflug Runner. Auf dem Runner. Ja, das ist halt das lange Modell. Genau. 636er Länge. Eigentlich vom Preis her ein Top-Angebot. Ja. Um 40.000. Gut, wenn man noch ein paar Optionen wählt. Aber wir haben einen stattlichen Kastenwagen zu einem wirklich super Preis. Genau. Muss man sagen. Clever hat sich ja seinen Ruf, der ist etabliert. Ja, brauchen wir nicht mal reden drüber. Das ist einfach ein Top-Möbelbau und super Qualität. Und da geht auch über Jahre
eigentlich nichts kaputt. Ja, das ist richtig. Ja, sehr solide, hat einen sehr guten Ruf. Und es so ist alles sauber und solide verarbeitet. Man hat natürlich immer wieder ein bisschen nachgelegt mit CP Plus und nichts mehr Klassik. Naja, das hat sich jetzt mittlerweile wegklassifiziert, das alte Troma-Display. Das ist ja jetzt überall gestorben. Genau. Dann haben wir natürlich, das Bad entspricht natürlich auch wieder dem 600er Celebration. Das ist jetzt im Grunde das Gleiche. Es verlängert sich nur nach hinten. Statt Querbett gibt es ein Längsbett, wie ihr seht, auf 636 in der Mitte. Verschließbar, hochklappbar, genau, und so weiter. Und einen neuen 2020er Dometic mit dieser geilen Griffleiste. Und danke, Dometic, dass ihr diese Leiste endlich gemacht habt, ja, weil das war vorher ein bisschen fragil, würde ich jetzt mal sagen. Also da kann man ruhig mal diesen Punkt anbringen. Schön, auch mit der LED-Regenrinne da oben drüber. Das finde ich im Bus, nicht unbedingt wegen dem Licht, aber jetzt nicht immer gleich rein. Genau. Sabbert. Rahmenfenster auf den Kopf. Dann habt ihr jetzt hier auch bei Clever die Döschen alle nebeneinander. Beziehungsweise ja, das ist halt zum Teil eben auch aufpreispflichtig, ne? Ja. Aber Wassereinlauf, man kann es halt bestellen. Man kann es bestellen, das ist immer das Wichtige. Auch, macht durchaus dann Sinn. Ne? So sieht das dann von hinten aus. Stauräume jede Menge. Also hier geht richtig was rein. Man sieht es auch auf der Tiefe. Ich komme jetzt trotz meiner langen Arme nicht hin, um eine aufzumachen. Aber hier könnt ihr, müsst ihr nicht rollen. Hier könnt ihr die Polohemden und T-Shirts und Hosen auch noch schön flach übereinander ausgestrichen hinlegen. Ja, clever. Ja. Kann man immer noch sagen, wenn man weggeht. Clever gemacht. Alles jetzt, was hier steht, mal auf Citroën, was hier ist. Ja? Genau. Der Jumper, wie manche zu sagen pflegen. Ja, das ist unser Tour 45. Genau. Auch ein Sondermodell? Ja, da wäre eben auch Aufstelldach gegen Aufpreis lieferbar. Ja. Ja, den kann ich jetzt wer mit es denn oder braucht, ohne haben. Genau, wer es braucht. Ne? Ich fahre aber gleich noch mal runter, weil also ich bin jetzt selber erstaunt. Messe-Spezialrabatt ist klar, auf der Messe, das bisschen geht immer, das ist, hat sich so eingebürgert. Ja, und das wird ja, auch noch bei einigen Autos, nicht bei allen, aber ja, es geht bei genau, einigen Autos. Es ist, halt, ja, es ist in der Gewohnheit schon fast die nächsten und die letzten 1000 Jahre gewesen im Automobil- und Reisemobilverkauf, dass man einen Messepreis macht. Aber das ist der Preis jetzt wirklich mit dem Aufstelldach. Wir haben das Aufstelldach hier mit eingepreist, mit 4.900 ja, Euro und das ist in der, also hier in der Summe dann also auch mit drin. Ja. Für 50.000 ein 45er mit Aufstelldach, das ist meine Ansage. Ja. Da kann man jetzt mal gar nicht meckern. Hier auch der Kühlschrank, wieder das 2020er Modell mit dem Rechtsanschlag. Den kannst du natürlich an, wenn du dein Bierchen holst und nicht mehr reinlatschen willst, so weit aufmachen, genau, dass man hier schön reinfassen kann. Genau. Ich habe schon ein bisschen was gelernt in den Jahren. Ja, siehst du mal, das ist toll. Ich mache ja nichts anderes. Ich habe ja nichts Gescheites gelernt, sage ich immer in den Videos. Dann muss ich eben Kamera halten. Ja gut, dann muss man das, was man nicht gelernt hat, gut machen. Ne? Ja, ja. Sag das mal meinem Papa. Der wird sich freuen. Hier auch der Blick hinten raus ist ganz toll. Obwohl wir in Berlin sind, haben wir freie Sicht auf den Wulferner Hals Campingplatz der Ostseeinsel Fehmarn. Genau. Das bietet sich richtig an. In der Messehalle hast du das auch nicht. Da kann man sich gut vorstellen, wenn man dann da hinten drauf ja, und auf Ostsee oder Nordsee guckt. Ne? Oder früh aufs schön Mittelmeer oder wohin auch immer. Im Bett liegen mit der Kaffeetasse in der Hand. Genau. Und hast du deine Frau, Freundin, Geliebte, wie auch immer, neben dir. Und dann guckst du da hinten raus und sagst dir, ach, lass das Leben schön sein. Und so ist es halt dann. Das ist genau das Feeling, das wir alle suchen. Ah, Schluss mit der Emotionalität. Hier zeigen wir euch nochmal hier den Tour 45. Auch schön mit der Ambientebeleuchtung hier gelöst. An den Kästen vorne, weil normalerweise ist sie ja mal oder oft oben eingezwickt, ja, über den Schränken, aber ich finde das ganz praktisch. Alles natürlich mit Touch und so weiter. Steckdosen sehe ich genug, elektrische Einstiegsstufe sehe ich. Ich sehe viel. Das ist auch interessant gemacht hier in der Küche. Da hast du jetzt nochmal eine Arbeitsflächenerweiterung. Hier, das ist ein netter Gimmick. Ja. So eine Winkelküche entstanden auf dem vorne, Weg. Ne? Ja, ja, ja. Hier geht es nicht wegen dem Kühlschrank, also ja, klar, haben wir sie da hinten hingesetzt. Ne? Ist doch praktisch jetzt zum Kochen. Ja. Gut, klar, wir sind hier auf 45. Jetzt wird der eine oder andere wieder sagen, ja, wenn ich jetzt gerade am Klo sitze, ja, dann müsst ihr schon ein bisschen quatschen, das ist ein 45er Auto. Ja, man muss sich halt absprechen, ob genau, der gerade im Klo sitzende die Tür öffnet, ja, wenn das Schneidebrett ausgezogen ist oder eben nicht. Ne? Und ich meine, wir reden ja auch davon, dass man eben die Tür auch aufmacht. Klopfen, ne, und Kommunikation. Ja, man muss ja nicht booms hier rein und gut ist es. Bett ist auch sehr, sehr tief gebaut. Und jetzt natürlich der letzte Blick hier oben rein in das Aufstelldach, zack. Und das kennt ihr, das ist ein SCA-Dach, haben wir besprochen. Da gibt es eigentlich jetzt im Volumenherstellermarkt nur noch diesen großen SCA, der die meisten Aufstelldächer liefert. Die sind auch von der Qualität her alle gut und gleichbleibend. Aber hier ist es ordentlich, ziehst du an, kannst du schön aufmachen, durchlüften, nach vorne rausgucken. Ich drehe mich nochmal rum für euch. Und hier seht ihr nochmal in den Rest der Halle auf den Stand von Sachsen Caravan. Und auch hier drüber
klar, auch für den Preis, wir haben jetzt eh schon Ausstelldach dabei, ist klar, dass man hier jetzt noch nicht mit Panoramafenster und sonstigem arbeiten kann. Wir reden von 45 und 50.000 Euro. Ich wiederhole es gerne nochmal. Gut, bei 5,40 Meter ist ja eigentlich auch der Stauraum, den man braucht, erstmal sinnvoller als ein Skyroof oder wie auch immer. Ich mag ihn auch. Er sieht einfach toll aus, aber bei einem Auto in der Länge brauche ich eigentlich jeden Zentimeter an nutzbarem Raum und darum eben bei natürlich, dem genau. Stauraum über dem Fahrer und Beifahrersitz. Richtig. Und kein Sky. Klar hat das andere technisch wieder. Technisch machbar, kein Thema. Genau. Ja, man kann es sicherlich auch bezahlen. Ja. Wir liegen jetzt bei 1850 Euro Aufpreis für verschiedene Clever- oder Pössl-Modelle, wo man es eben noch nicht serienmäßig hat, sondern gegen Aufpreis halt kaufen kann, aber beim 5,40 Meter Auto macht es eigentlich keinen Sinn. Das ist richtig. Ich bin ja jetzt vor kurzem umgezogen in einen 6-Meter-Kastenwagen. Man glaubt es gar nicht, ich lebe jetzt als 2-Meter-Mensch in einem 6-Meter-Wagen. Der hat das auch nicht, das Panoramafenster. Und ich habe mir immer gedacht, oh, das Raumgefühl hätte ich schon gern. Das geht jetzt bei dem Hersteller nicht. Und ich habe mir gedacht, ich haue mir jetzt mit meiner Größe jeden Abend, wenn ich mich in den Beifahrersitz fallen lasse, oben die Rübe an. Ja. Ich habe sie mir mal angehauen, aber niemals dort. Also ganz interessant, weil ich habe das früher argumentiert, so quasi, ja, der Kasten, da musst du halt ein bisschen aufpassen, ist mir noch nie passiert und ich bin ja echt, zumindest bist, von der Größe in der Ausnahmeerscheinung. Du bist schon groß, ja. Ja, ja, kannst du bestätigen? Ja, kann weil ich man bestätigen. Sieht mich ja so selten von ich der Kamera. Ich bin auch nicht klein, aber du überragst mich gut einen Kopf. Ja, ich, ich könnte als Leuchtturm auf der Ostseeinsel Fehmarn meinen Dienst tun, zur Schluss jetzt mit. Okay. Wir gehen nochmal von hinten rein hier, damit ihr seht, hier sind die Schränke schön tief gezogen, auch wieder, was du gesagt hast, wegen Stauraum. Schaffen. Genau. Auch ordentlich tief. Ganz voll gemacht. Schön, das ist mal wirklich ein schneller, natürlich, liebe Leute, ein schneller oder zügiger Rundgang mal, um einen Einblick in Clever zu bringen. Meldet eure Wünsche an. Wie gesagt, ich treibe mich herum bei allen Händlern und fahre über die Plätze und nach werden natürlich ausgiebige Vorstellungen dieser Fahrzeuge kommen. Und ihr müsst jetzt ran, jetzt kommen dann gleich die Leute. Jetzt schauen wir, dass wir das Beste aus dem Tag machen. Wird jetzt gleich der Einlass gemacht. Auch. Bimmel. Genau, und dann gucken wir mal, was heute noch so passiert. Ich wünsche wir dir sind was. Da recht zuversichtlich. Lieber Camper Burkhardt, ich habe mir das so angewohnt, tut mir leid. Ja, aber ist das okay. Ist so, weil das ist so die Gleichberechtigung. Ja. Ja. Kastenwagen Tobi meets Liner Burkhardt, das hört sich doof an. Also wir sind alle Camper. In diesem Sinne, vielen Dank. Ich nehme dich nochmal vor dem schönen Tour 45 mit ins Bild. Ja, okay. Haut rein, wir sehen uns Dankeschön. Bei sachsencaravan.de. Alles klar. Servus und zum Abschied ein Corona-Feedback. Genau. Feedback. Siehst du? Also, macht's gut. Danke ciao, dir. Ciao. Servus, ciao aus Berlin. Ich bin ein Bayer.